So, und wir sind wieder wach, aber wir haben uns hier auch gar nicht richtig umgesehen. Wir können hier noch hochgehen. Denn wir wissen ja, hier können immer Bierdeckel sein und hier ist auch ein Bierdeckel. Bierdeckel gefunden. So, neuer Tag, neues Glück und wir werden auf jeden Fall unseren Weg nach Candis fortsetzen. Der Mann mit der Kapuze ist weg. Okay, ich speichere. Das ist sehr merkwürdig. Was ist mit dem los? Hui! Lässt du mich mal... Ich kann da nicht durch. Okay, dann muss ich die andere Brücke nehmen. Oh, Bierdeckel. Noch ein Bierdeckel gefunden. Hilfe! Der Dämon! Ich hoffe, es war ein Mädchen, das gesagt hat. Nee, das war der Mondtyp. Du brauchst dich nicht zu verstecken. Oh, der Dialog war zu schnell. Oh Gott. Da ist etwas an euch. Ich kann es fühlen. Ihr seid... Halt! Lass ihn in Ruhe. Wer? Du? Du gehörst zu ihnen. Ich kann das riechen. Was? Ich werde euch auslöschen. Okay, wir müssen gegen einen Dämon kämpfen. Ich weiß gar nicht mehr, wie stark der war. Versuchen wir erstmal einen Gewaltschlag. 79, wow. So, und Ki, du setzt natürlich Consent ein. Los geht's. Den lassen wir überhaupt keine Luft. 51. Und die Mucke. Oh Gott, was ist das? 15. Okay, wir dürfen ihn nicht unterschätzen und er scheint sehr schnell zu sein. Wie viel hat denn der noch? Was? 654 Lebenspunkte hat er. Okay. Dann müssen wir auf jeden Fall auf Techniken einsetzen. So, und wenn... gut, Finn hat noch genug Lebenspunkte, aber wenn es zu hart wird, müssen wir uns heilen. So. Was ist das? Oh Gott, das ist eine... Achso, das ist eine AOE-Attacke, also eine, auf mehrere Gegner. So, wir werden auch nochmal einen Schattenschritt machen. Mal sehen, wie viel das abzieht. Jetzt bleiben wir beim Gewaltschlag. Okay, der Gewaltschlag war besser. Und auch billiger. Kido heilt jetzt auf jeden Fall mal Finn. Heilung 1 auf Finn. Oh, no, 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 no. Und wieder geheilt. Oh Gott. Und wir müssen Ki auf jeden Fall auch heilen. Weil wenn wir uns hier nicht auf die Lebenspunkte aufpassen, dann werden wir irgendwann sterben. Er hat nämlich noch viel zu viele Lebenspunkte. Warte mal, Ki. Ach gut, du kannst auch deinen Mana verwenden. Am besten machst du Heilung jetzt auf dich. Heilung auf Ki. So, und Finn macht einen neuen Angriff. Weil wir müssen auch immer im Angriff bleiben. Weil wenn der zu lange... Wie gesagt, dann macht er viel zu viele Attacken. Und das ist nicht gut. Okay, das ist nur 15, wa? 17. Okay, das geht noch. Das heißt, die nächste Runde kann ich dann Finn wieder heilen. Okay, hier muss ich auf jeden Fall ein bisschen mehr Technik einsetzen. Oh Gott, ich glaube, ich hätte nicht nach Tapris gehen sollen. Ja, machst du eine schwache Attacke, das ist gut. Diese Super-Attacke ist viel schlimmer. So, Gewaltschlag. Oh, das zieht gut ab. Also, da bleiben wir beim Gewaltschlag. Wie viel hat er denn noch? 390. Also, wir haben die Hälfte, glaube ich, schon runtergekriegt. Heilung. Heil dich. So, 28. Na gut, es zieht mehr bei Ki ab, warum auch immer. So, jetzt können wir mal wieder einen Angriff zusammen starten. Konzent. Ich weiß ja nicht, haben wir noch was, um Mana aufzufrischen? Ansonsten müssen wir auf die Äpfel zurückgreifen. Zur Not haben wir dann noch ganz gute Sachen. So, komm. Gewaltschlag. Oh oh, wir haben nicht mehr viel Mana. So, was haben wir denn an... Items. Äpfel, Heilkräuter, Verband... Wundermittel, Tablette. Ach, Tablette füllt ja wieder Dings auf, wa? Da würde ich sagen, gehen wir eine Tablette an. Finn. So. Was? 10 Stück nur? Okay, ist verdammt schnell. Okay, nimm mal ein bisschen Heilkräuter. Ja, yeah, das zieht rein.
So, du kannst natürlich wieder einen Gewaltschlag machen. 18. Na gut, da können wir jetzt noch zwei Gewaltschläge danach machen. Mehr brauchen wir auch, glaube ich, gar nicht mehr. Oh, scheiße. Okay, wir brauchen Heilung. Heilung 1 an Finn. Der hat noch 72. Nom. Ich finde es immer cool, wie sie betet. Verdammt, der ist so verdammt schnell. Sie sind schon wieder geschwächt. So, Gewaltschlag. Dieser verdammte Dämon. Also der ist... Das ist ein ebenbürtiger Gegner. So, Ki, du nimmst jetzt noch ein Äpfelchen. Wie viel zieht das? 20. Oh Gott. Oh, heftig. Konter! Endlich mal ein Konter hier. Nach langer Zeit. Zack. Wow, 22. So. Wie war er denn noch? Ah, das war's gleich. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in die Offensive. Jetzt werde ich ihn platt machen. Dafür büßt du jetzt. Dass du den armen kleinen Mann Mond... den Mondmann erschreckst. Der eine relativ hohe Frauenstimme hat. Ich wusste nicht, wie ich jetzt wenig so synchronisieren sollte. Ich habe ja nicht gesehen, wer es war. So, und das war's. Wir haben keinen Mana. Ach halt. Stopp. Falsche Attacke. Gewaltschlag. Jetzt. Das war's. Das hat vollkommen gereicht. Alter, was war das für ein Geräusch? Das war nicht dieses übliche... Boah! 500 Tri erhalten, sehr viel Erfahrung, Finn erreicht Level 9 und Ki erreicht Level 9. Ich werde euch... Er ist weg. Oh, und da liegt der Mann vom Mond. Alles in Ordnung? Ja. Er nannte dich Mondmensch. Bist du vom Mond? Wenn ja, ich suche schon lange jemanden von euch. Du suchst einen von uns? Wieso? Nun, ich bin auf diesen Planeten abgestürzt. Als ich von euch erfuhr, wollte ich euch um Hilfe bitten. So, du stammst also nicht von diesem Planeten. Dein Volk muss eine beeindruckende Technologie besitzen. Komm, wir reden unter vier Augen weiter. Arme Ki. Wird, denke ich, nicht leicht für sie, wenn es zugunsten für ihn ausgeht. Lass uns nach Hause gehen. Ja, gehen wir nach Hause. So. Speichern. Aber wir wollten noch nach Candace. Wollen wir nicht nach Candace gehen? Hey, das ist Sif. Hey, Sif. Oh, sie redet nicht. Was ist los mit dir, Sif? Oh, irgendwie ist... Ich glaube, die ist traurig vielleicht, dass wir schon gehen. Ich weiß es nicht. Waren wir hier schon drinnen? Ich glaube, hier drinnen waren wir noch nicht, oder? Oh, hier ist auch ein... Nee, hier ist nichts. Nur ein Mädchen, was kocht. Ah, nee, da glitzert was. Oh nein, was mache ich nur? Was ist denn los, gute Frau? Ich brauche ganz dringend eine Zwiebel. Was kann das denn sein? Heilkräuter gefunden? Oh, das war ein heftiger Kampf, muss ich sagen. Ich hatte nicht gedacht, Oh, wer ist das denn? Oh, lala. Oh, warte mal, was ist das hier? Was kann das denn sein? Äpfelchen? Jetzt ist es in der Stadt noch langweiliger. Soll ich nach Candace ziehen? Okay, wir müssen wieder durch den Nebelwald. Und vielleicht, eigentlich würde ich gerne nach Candace, aber Finn meint ja, wir sollen nach Hause gehen. Ich weiß ja nicht, wollen wir nach Candace gehen? Ich glaube, wir gehen erstmal nach Candace, oder? Und danach können wir ja immer noch, ja, danach können wir immer noch nach Hause gehen. Wobei es eigentlich für ihn jetzt sinnlos ist. Wusste nicht mal, in welche Reihenfolge man eigentlich hier diese ganzen Abgegenden abgrasen soll. Aber ich glaube, man hätte eigentlich zuerst nach Candace gemusst.
So, jetzt müssen wir wieder aufpassen wegen den Pilzen. Ah, dieser verdammte Nebelwald. Ich glaube, ich weiß ja nicht, soll ich das rausschneiden? Als wenn ich jetzt hier einen Bierdeckel finden würde. So, hier ist nichts. Im Grunde ist er ja nicht groß. Aber man kann sich ja trotzdem vermachen, wenn man hier auf die Pilze, nicht auf die Pilze achtet. Wie hier zum Beispiel, das ist ein reiner Pilzweg. So, wir kamen von links, wa? Genau. Ist aber auch schön, dass hier keine Monster sind. Das heißt, wir müssen hier nicht ständig ewig lange kämpfen. Aber wir hätten ruhig mal ein bisschen trainieren können, weil der Gegner war nicht einfach. Also ich muss sagen, bei so vielen Lebenspunkten und so viel Schaden, was er austeilt, das war nämlich schon relativ eng. Tja, jetzt ist die Frage, gehen wir nach Hause oder nach Kandis? Ich würde gerne mal nach Kandis gehen. Ich guck mir mal den Wald an bei Kandis. Und da gibt es ja noch den Unishan-Tempel. Und da wird es interessant, wenn wir den besuchen. Oder Anichan, oder? Anichan oder Unishan? Ich weiß es gerade wieder nicht. Ich weiß nur auf jeden Fall, die Entwicklerin hieß so. Nebelglocke zerbrochen. So. Achso, da rechts ist der Tempel. Oben ist Kandis. So, dann gehen wir mal ganz kurz durch den Wald hier. Ich hoffe nur, dass hier die Gegner nicht zu stark sind. Oh, eine Schlange. Gucken wir mal, wie stark die ist. Oh, und die Kampfmusik bleibt mit der Hintergrundmusik zusammen. Finde ich aber cool, das ist eine sehr coole Musik aus Castlevania. Was, vergiftet? Wie viel haben die denn? Oh, die haben nicht wenig. Aber ein Glück, dass wir wieder fast voll geheilt sind. Wir machen mal einen Gewaltschlag auf die linke Schlange. Es sind kleine Angriffe, muss ich aber sagen. So, jetzt machst du erstmal die platt hier. So eine beruhigende Musik. Konter. Das heißt, wir können gleich zweimal angreifen, bevor sie wieder dran ist. Und dann ist sie tot. Arme Kiki ist voll vergiftet. Ich muss ihr das Gift aus dem Körper raussaugen. Oh, das ist ganz schön krass. Also, das macht ganz schön wenig Schaden mit ihrem Nahangriff. Na, 29 kriegen wir, denke ich mal, nicht hin, oder? 25. Ach, verdammt. Kiki! Immer auf die Kiki! Aber gut, dass man nicht vergiftet bleibt. Halleluja! Anti-Venom. Geld erhalten. Achso, wir haben die Statuspunkte gar nicht verteilt. Er hat bestimmt auch schon gesagt, macht doch endlich mal die Statuspunkte. Sorry, Leute, ich konnte es nicht lesen. So, Punkte verteilen. Oh, ich weiß gar nicht. Bei Finn könnten wir noch mit 5 auf... auf jeden Fall ein bisschen mehr Mana. So. Und dann nochmal 5, damit er auch wieder ein bisschen schneller wird, auf Agilität. So, Ki hat ja eindeutig eine Angriff- und Verteidigungsschwäche. Das heißt, wir werden auf jeden Fall die Verteidigung erhöhen. Und wenn wir die Stärke erhöhen, kriegt es auch ein bisschen mehr Lebenspunkte dazu. Zack. So, der Rest ist super. Der Rest ist super. So, ich gucke mich mal noch ein bisschen hier um. Ah, Schlange. Vielleicht kommen wir auch durch den Wald, ohne lange zu kämpfen. Aber ich hätte es gerne, fände es gut, wenn wir wirklich die ganze Zeit kämpfen würden. Ah, wir gehen nach rechts, sehe ich gerade. Also wir gehen zum Unishan-Tempel. Da wird es halt ein bisschen länger. Also die Story kommt... Oh Gott, was ist das? Was ist das? Ich traue mich gar nicht gegen anzukämpfen. Ich mach's trotzdem. Erstschlag. So, dann können wir mal sehen, wie viele Lebenspunkte die haben. Auch 124. Na gut. Consent. Also ich werde es nicht unterschätzen. Weil ich erinnere mich an einen Dämonenwald, wo ich einfach nur zerpflückt wurde. Waldschlag. So, das war's. Dann ist der erste schon mal down. Okay, jetzt ist er dran, ne? 8. Naja, gut. So schlimm ist es jetzt nicht. Den können wir eigentlich auch so normal besiegen. 17. Der macht viel zu wenig Schaden und ich weiß nicht, woran es liegt. Ich glaube, sie brauchen eine bessere Waffe. Der hat ja immer noch den Federkiel, oder? Ah, diese entspannte Musik im Hintergrund. Das ist
Cool. Ich glaube, dieser Mondwald, oder? Wie hieß der Wald? Mondwald? Der hat nämlich auch einen eigenen Namen gehabt. So. Komm, mach einen Konter. Nein, eben nicht. So, jetzt hau 20 raus. Komm, ich glaube an die Vieh. 21. Da, genau so muss es sein. Genau so was muss es sein. Man muss einfach seine Frauen anfeuern. Sieg. Schlafmittel erhalten. Aber ich will doch gar nicht schlafen. So, ich hoffe, das lohnt sich jetzt hier rechts. Ah, ne. Schlange. Kommen wir noch dran vorbei. Okay. Ich glaube, wir kommen nämlich zum Tempel von Uni-chan jetzt. Aber das ist egal, dann mache ich halt eine etwas längere Folge. Ich mache ja sowieso immer ein bisschen länger. An manchen Stellen. Bierdeckel gefunden. Wo geht's denn jetzt hier lang?